Ja, liebe Mitglieder von Studio Fitness und von Point, inzwischen Corona hat uns alle erreicht und kommen natürlich auch viele Fragen dazu. Was muss ich denn überhaupt bei meiner Ernährung beachten? Homeworkouts gibt es ja wie Sand am Meer. Auch von unserer Seite wird da auch noch was kommen. Aber jetzt kommen wir eben auch zur Thematik, wie sieht es denn mit dem Essen aus? Viele haben so die, ja, so ein bisschen den Gedanke, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr trainieren, jetzt nehme ich zu. Da gibt es aber auch wieder die anderen, die sagen, oh Gott, jetzt verliere ich meine ganze Muskelmasse, die ich mir hart erarbeitet habe. Deswegen habe ich mir heute den Max dazu geholt aus dem Studio Fitness in Leonberg, unser Ernährungsexperte. Und da wollen wir so ein paar Fragen beantworten, was ihr denn für euch zu Hause so ein bisschen umsetzen könnt und was grundlegend überhaupt erstmal wichtig ist. Und dabei die erste Frage an dich, Max. Was muss ich denn grundlegend überhaupt jetzt ändern im Vergleich zu einem Tagesablauf, wenn ich ja normal im Studio unterwegs bin oder auch normal arbeiten gehe? Ja, die grundlegende Frage, die ihr euch darstellen solltet, was verändert sich überhaupt? Ihr habt ganz normal noch eine Essenszufuhr, ihr könnt einkaufen gehen. Das heißt, die Lebensmittel stehen euch nach wie vor zur Verfügung. Was sich verändern kann, ist natürlich der Tagesablauf in Bezug auf euren Job. Oder jetzt gerade durch die Schließung der Studios natürlich dann auch die sportliche Aktivität. Bedeutet hier wiederum, wenn ihr Homeoffice habt oder generell euch dann weniger bewegt, weil ihr sonst davor im Lager oder halt sehr viel zu Fuß unterwegs wart, habt ihr weniger Energieverbrauch. Das gleiche natürlich dann auch mit einem Homeworkout, wenn ihr das durchführen wollt, ist es natürlich nicht zwingend so intensiv und so lang wie jetzt im Fitnessstudio. Das heißt also grundlegend für mich, ich verbrenne wahrscheinlich weniger Energie, wie wenn ich meinen normalen Tagesablauf habe? Kann gut möglich sein. Also bei den meisten wird es so sein, dass der Gesamtenergieverbrauch nicht so hoch ist wie im gewohnten Alltag. Bedeutet, die Energiebilanz, die ihr über das Essen zuführt, muss jetzt einfach an den aktuellen Alltag angepasst sein. Dann könnt ihr nach wie vor eure Ziele erreichen. Also muss ich letztlich eigentlich nur für meinen Tag gucken, habe ich mich heute viel bewegt, dann werde ich wahrscheinlich einen Energieverbrauch haben, so wie sonst auch. Und wenn ich mich jetzt heute zum Beispiel Sonntag, schlechtes Wetter und ich habe mich den ganzen Tag nicht bewegt, dann werde ich wahrscheinlich weniger Energie verbraucht haben. Also muss ich demnach auch ein bisschen von der Ernährung her schauen. Ist das richtig? Korrekt, genau. Also das Einfachste, was ihr machen könnt, dass ihr online euch einfach einen Kalorienrechner raussucht und euren beruflichen Alltag einfach mal durchrechnen lasst. Ja, das heißt, anhand von gibt immer verschiedene Formeln, was die Online-Rechner dann zur Verfügung stellen. Größe, Alter, Gewicht und natürlich auch dann die Jobaktivität, wie auch sportliche und Freizeitaktivität. Ihr füllt das Ganze nach eurem aktuellen Alltag. Ja, wenn ihr Homeoffice habt, natürlich eine sitzende Tätigkeit. Wenn ihr plant, Homeworkouts durchzuführen, macht das Workout, stoppt die Zeit, damit ihr wisst, wie lang geht es etwa und setzt euch dann feste Trainingstage oder Anzahl an Einheiten pro Woche, damit ihr das Ganze in den Rechner eingeben könnt. Ja? Wie oft trainiert ihr pro Woche und wie lang? Dann könnt ihr nämlich sehen, sofern ihr bis jetzt noch keine Kalorien gezählt habt und das Ganze mal so ins Auge gefasst habt, was wird jetzt in den nächsten Wochen bei euch an Verbrauch sein? Durchschnittlich, ja, es ist immer wichtig, die Wochendurchschnittsrate zu nehmen und nicht Tagesschwankungen irgendwie mit einzukalkulieren. Das würde es zu sehr verkomplizieren. Rechnet es einmal durch und legt dann erstmal die gesamte Energiebilanz fest, was der Rechner euch dann ausrechnet. Okay, danke Max. Und was wäre jetzt, wenn ich sage, okay, so genau möchte ich es nicht haben. Also ich mache das eher so ein bisschen hobbyweise, also die Richtung muss nur passen. Welche Empfehlung hast du jetzt für mich zum Beispiel, wenn ich sage, die Energiebilanz will ich mir nicht so genau ausrechnen. Mhm. Was für Möglichkeiten habe ich denn sonst noch so ein bisschen zu gucken, was mein Gewicht macht und wie ich das ein bisschen steuern kann? Eine Vereinfachung wäre, feste Mahlzeitengrößen zu haben und feste Anzahl an Mahlzeiten pro Tag, dass man es darüber dann steuert, ja, dass man dann die Größen reduziert oder entsprechend dann die Anzahl an Mahlzeiten bei Bedarf reduzieren kann. Man sollte natürlich dennoch schauen, dass man dann satt wird und nicht hungert und dass man so dann nicht durch Gelüste dann beispielsweise doch zu einer Tüte Chips oder Gummibärchen greift, die natürlich Kalorien zählen können, das mit einbinden. Bei den anderen wird es ein bisschen schwieriger, die nach gewissen Leitfäden dann das Ganze handhaben wollen. Da empfiehlt sich natürlich dann, das zu unterbinden, indem man schaut, dass man die Größen gleich hält und die Anzahl und es daran ein bisschen anpassen kann. Okay. Und wie ist das jetzt, wenn ich sage, gut, angenommen, ich stelle mich jetzt wirklich jeden Tag auf die Waage, mache ich mich dadurch verrückt oder würdest du sagen, es ist sinnvoll, da ein bisschen zu schauen? Was ist deine Empfehlung? Da ist meine absolute Empfehlung, sich so oft wie möglich die Woche zu wiegen. Wir haben tagtäglich Schwankungen, das heißt, da sollte man sich so oder so nicht verrückt machen lassen.
Manche empfehlen natürlich, um da den Kopf ein bisschen frei zu halten, dass man sich nur einmal die Woche wiegt. Kann aber natürlich sein, dass man genau in diesen Wiegeintervallen von einmal die Woche gerade eine Schwankung drin hat, extrem nach oben oder unten. Wenn jetzt jemand gezielt zunehmen möchte und hat an dem Tag des Wiegens ein niedrigeres Gewicht oder eine andere Person wiederum abnehmen möchte und hat da dann ein höheres Gewicht, weil beispielsweise mehr Wasser im Körper gespeichert ist, dann kann das einen verrückt machen. Da ist dann eher die Empfehlung, wirklich regelmäßig sich zu wiegen, um dann die Langzeittendenz anzuschauen, von Woche zu Woche. Wie ist meine Tendenz, wo geht mein Gewicht hin? Bleibt es mit gewissen Schwankungen trotzdem auf einem Level, dass ich mein Gewicht halte, oder geht es nach oben oder nach unten? Ja, das ist natürlich da wieder davon abhängig, was ist mein Ziel? Möchte ich gezielt zu oder abnehmen, jetzt auch in der Zeit von Corona? Dann kann man darüber dann seine Kalorien erhöhen oder reduzieren, beziehungsweise wenn man es nicht zählt, dann natürlich über die Mahlzeitengrößen. Okay, da habe ich natürlich eine gute einen guten Anhaltspunkt, um zu gucken, was sind meine Mahlzeitgrößen überhaupt zu dem Ziel, was ich habe, weil ich ja dann über den Wochenschnitt sehe, die Portionsgröße momentan, als Beispiel, ich habe montags ein Gewicht von 80, die Woche drauf habe ich auch noch ein Gewicht von 80, die darauffolgende Woche auch wieder 80, heißt ja dann demnächst für mich, die Portionsgröße, wie ich momentan habe, passt zu meinem Energieverbrauch pro Tag. Richtig? Ganz genau richtig. Und alle, die dann halt was verändern wollen, die müssen dann im Grunde genommen die Mahlzeiten ein bisschen anpassen, ein bisschen mehr oder weniger nehmen. So ist es, korrekt, genau. Und jetzt ist auch halt oft diskutierte Frage, wie sieht es denn mit dem Eiweiß, was so hoch gelobt wird in der Fitnessbranche? Muss ich jetzt in der Zeit mehr Wert auf eiweißreiche Kost legen? Muss ich da jetzt wirklich schauen, dass ich möglichst viel Eiweiß esse, oder ist das so ein bisschen ein Mythos? Grundlegend bleibt es wie gehabt gleich. Die Untersuchungen haben ergeben, dass man mit ca. 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht optimal die Muskulatur erhalten oder aufbauen kann, je nachdem in welcher Phase wir uns gerade befinden. Gewichterhalt bzw. in einer leichten Diät geht es ja auch dann wirklich um den Muskelerhalt. Im Aufbau geht es darum, Muskulatur aufzubauen. Dafür benötigen wir etwa 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. In der Diät wie im Aufbau, Pi mal Daumen, man kann es da natürlich auch genauer nehmen. Wir wollen aber euch hier einen groben Leitfaden geben, für die, die es nicht haarklein umsetzen wollen, sondern wirklich einfache Umsetzungen für den Alltag möchten. Des Weiteren, was benötigen wir noch im Alltag, um Energie zu haben und denken zu können und dass der Körper normal funktioniert? Unsere Fette benötigen wir als Baustein bzw. für die Hormonproduktion, bedeutet ein gewisses Mindestmaß an Fetten benötigen wir. Hier ist die Unterkante etwa 0,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei den Kohlenhydraten schaut es so aus, dass wir entweder aus der Gesamtenergiemenge Fett und Eiweiß herausrechnen und dann die Differenz, das was übrig bleibt, in Form von Kohlenhydrate essen, wäre natürlich dann da wieder eine Rechnerei. Oder man gibt da dann wieder so einen Grammwert pro Kilogramm Körpergewicht dann. Das wären dann etwa 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Okay, also grundlegend sollte ich natürlich ein bisschen Augenmerk drauf legen, aber ich muss mich da jetzt auch nicht verrückt machen zu sagen, ich brauche da exakt meine 2 oder und so weiter. Weil letztlich, denke ich, geht es einfach nur darum, dass man roundabout pro Tag ungefähr die Menge trifft, richtig? Genau, richtig, ja. Also gerade bei Kohlenhydraten ist dann auch extrem stark schwankend, wenn wir aus der Energiebilanz erstmal Fett und Proteine rausrechnen, da kann es sein, dass die einen bei 100 Gramm Kohlenhydrate landen, die anderen bei 600 Gramm. Wenn man das dann wieder in Relation setzt zum Körpergewicht, kann es sein, dass es enorm von den 5 Gramm abweicht. Deswegen gebe ich euch da eher mal so Faustformeln an die Hand, wie ihr täglich eure Mahlzeiten zusammensetzen könnt, um weiterhin funktionsfähig zu bleiben, um eure Ziele verfolgen zu können und dass es auch einfach bleibt. Ja, das bedeutet, oberste Regel ist, die Energiebilanz einhalten. Könnt ihr dann über euer Wochengewicht dann einfach beobachten und da schauen, wie eure Essensmengen sind. Punkt Nummer 2. Hier das Protein einhalten, also eiweißreiche Lebensmittel konsumieren, damit ihr da euren Muskelerhalt habt. Punkt Nummer 3, ihr wählt in einer sehr großen Variation an Früchten und Gemüse, nutzt ihr 600 bis 800 Gramm Lebensmittel, also ein Mix aus Früchten und Gemüse, um da eine große Variation mit reinzubekommen für Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, wie auch Vitamine, Mineralien und Metalle. Und dann entsprechend
Natürlich noch die Wasserzufuhr ist sehr wichtig. 1 Liter pro 20 Kilo Körpergewicht sollte Pi mal Daumen genutzt werden, damit der Körper stets hydriert bleibt. Ein weiterer Punkt wäre noch die Omega-3-Fette für eure Gesundheit, damit auch euer Immunsystem jetzt in der aktuellen Zeit stark bleibt, dass ihr regelmäßig Lachs oder andere Kaltwasserfische esst, die einen hohen Fettgehalt haben. Also 2-3 Mal die Woche. Ansonsten kann man es auch täglich über eine kleine Zufuhr an Omega-3-Fettkapseln abdecken. So habt ihr wirklich ein paar Grundelemente der Gesundheit abgedeckt und liegt dann automatisch auch in dem Bereich von eurer Energiebilanz, wie ihr die Mahlzeiten zusammensetzen könnt. Ja, jetzt haben wir viel gehört über gesundes Essen, gesunde Nahrung. Wie sieht es denn aber aus, wenn ich jetzt sage, Mensch, ab und an, die Decke fällt mir auf den Kopf und ich habe eigentlich echt mal Bock auf die Packung Chips oder Flips oder Schokokuchen oder sonst irgendwas. Wie mache ich das am besten? Tja, diese Lebensmittel bestehen natürlich auch aus Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, also können einfach da mit reingerechnet werden. Bedeutet, die Dosis macht das Gift. Wenn ihr euch nur davon ernährt, habt ihr Riesenenergiemengen und werdet unweigerlich zunehmen. Wenn ihr aber jeden Tag eine Kleinigkeit mit reinnehmt, eine Rippe Schokolade, 1-2 kleine Schokoriegel, also wirklich die kleinen und nicht die XXL Snickers beispielsweise, dann werdet ihr das auch sehr gut in den Alltag mit einbinden können, wie auch ein kleines Stück Kuchen, einen kleinen Muffin oder 1-2 Kugeln Eis ist dann absolut machbar. Zählt alles hier mit rein, wiegt euch regelmäßig, nutzt die Energiebilanz und eure Portionsgrößen, dann könnt ihr auch sowas mit einbinden und das Ganze kontrollieren. Okay, also zusammengefasst, wenn wir das jetzt nochmal haben, geht es eigentlich grundlegend darum, ich muss meine Energiebilanz treffen. Jawohl. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ich sollte auf jeden Fall meine 2 Gramm Eiweiß ungefähr gedeckt haben pro Tag, damit ich entweder auf jeden Fall Muskelerhalt habe jetzt in der Zeit. Und Punkt Nummer 3, das war ja mir ganz wichtig, mit den Süßigkeiten. Wenn ich mal Bock habe auf ein Ripple Schokolade, dann muss ich das mit einplanen. Wäre es denn auch möglich, wenn ich sage, ich habe nicht nur Bock auf ein Ripple, ich will eine ganze Tafel Schokolade essen, dass ich dann einfach an einem Tag sage, ich esse Frühstück, Mittagessen ein bisschen weniger und haue mir dafür wiederum die Tafel Schokolade rein. Habe ich richtig verstanden? Genau, richtig. Wird sich über das Gewicht zeigen. Danach passen wir unsere Mahlzeitengrößen an, können natürlich dann eine Mahlzeit weglassen oder die reduzieren, wie gerade erwähnt. So lässt sich dann auch eine ganze Tafel Schokolade dann mit einbinden. Ne? Isst man dann halt zum Mittagessen nur Gemüse und hochwertiges Eiweiß über Geflügel, Rind oder Fisch, dann kann man auch dann die Schokolade mit einbinden, hat ja auch dann hochwertige Fette aus der Kakaobohne und halt den Zucker dann als Kohlenhydratquelle. Funktioniert. Klingt ja eigentlich klingt es gar nicht so schwer. Die Umsetzung ist dann wahrscheinlich wiederum das Schwierige. Korrekt. Übung und das in die eigene persönliche Tagesroutine mit einbinden. Ja, man sollte sich nie da geißeln und alles nach der Ernährung auslegen, sondern eher die Ernährung passend an das eigene Leben, Privatleben, berufliche Leben anpassen. Sehr gut. Ja, da haben wir, glaube ich, mal so die grundlegenden Dinge zum Thema Ernährung geklärt. Jetzt brennt mir noch eine ganz wichtige Frage auf der Zunge, und zwar, wie sieht es denn mit dem Training zu Hause aus? Also wir haben ja sehr, sehr viele Angebote über Homeworkouts, über Möglichkeiten, wie ich daheim trainiere. Natürlich habe ich zu Hause jetzt keine Hanteln rumliegen oder die ähnliche Studioausstattung, nehme ich mal an. Ich habe vielleicht einen Spulenkasten oder sowas zu Hause. Aber grundlegend, muss ich jetzt zu Hause beim Thema Training was ändern? Also muss ich auf spezielle Dinge achten, dass ich trotzdem erfolgreich trainiere? Ja, ein paar kleine Punkte gibt es da zu beachten. Wenn wir hier im Fitnessstudio alle Gerätschaften zur Verfügung haben und da dann entsprechend auch in einer hohen Intensität arbeiten, das heißt in einem hohen Gewichtsbereich, angepasst an unseren Trainingsplan mit vorgegebenen Wiederholungszahlen, lässt sich das natürlich dann ohne Gerätschaften daheim ein bisschen schwieriger umsetzen, weil wir eher mit kleinem Equipment arbeiten. Wer hat Therabänder daheim oder vielleicht ein paar kleine Kurzhanteln? Viele haben es nicht. Ich habe zum Beispiel gar nichts daheim. Ich nutze dann tatsächlich einen Kasten Sprudel oder ein Sixpack mit Henkel von Wasserflaschen, um so ein gewisses Gewicht zu haben. Wenn die Gewichte leichter sind als das Trainingsgewicht im Studio, geht es darum, dass wir im Prinzip höher volumig trainieren. Das bedeutet, ihr müsst mehr Wiederholungen machen. Ihr schafft automatisch mehr Wiederholungen, weil das Gewicht leichter ist als an den Geräten hier im Studio. Bedeutet, ihr fahrt einfach so weit die Wiederholungszahlen hoch, bis ihr richtig in den Kraftausdauerbereich kommt, der Muskel fängt an zu brennen, da einfach durchbeißen, weitermachen, wenn möglich bis zum Muskelversagen, so können wir wenigstens mit der leichten Belastung über das Gewicht das Ganze aber dann über hohe Wiederholungszahlen dann ausgleichen, um so einen gewissen Trainingsreiz zu erzeugen, dass wir auch daheim jetzt unsere Muskulatur erhalten können.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt hier im Studio, wenn ich mit viel Gewicht trainiere, dann ist ja meistens so die Empfehlung vom Trainer, trainiere gerade so bis zum Muskelversagen, aber nicht unbedingt bis wirklich zum Muskelversagen. Ja. Zu Hause mit Eigenkörpergewicht oder Kleingewicht, da sollte ich dann aber wirklich bis zum Ende sozusagen gehen. Genau, richtig. Bis keine Wiederholung mehr machbar ist. Also trainiert da wirklich, beißt die Zähne zusammen, trainiert bis zum Ende, bis zum Muskelversagen. Wir sind da wirklich mit ganz anderen Gegebenheiten konfrontiert, wenn wir daheim trainieren mit kleinem Equipment. Ja, das kann man jetzt so mit dem Alltagstraining im Studio mit Maschinen oder Langhanteln und Kurzhanteln nicht vergleichen. Deswegen müssen wir da über andere Stellschrauben das Ganze effektiv gestalten. Bedeutet kurze Pausen und sehr hohe Wiederholungszahlen. Okay, wenn wir jetzt für zu Hause mal so ein Homeworkout haben, jetzt gibt es ja da auch verschiedene Ansätze. Mache ich jetzt ein Zirkeltraining oder mache ich wirklich klassisch wie im Studio? Sage ich, mache 3 Sätze Kniebeuge, 3 Sätze Liegestütze. Gibt es da einen Unterschied? Was würdest du empfehlen? Beides ist machbar. Dadurch, dass ihr daheim keinen Zirkel habt, den ihr dann mit einem Dreisatztraining besetzen könntet, wie es hier bei uns in manchen Studios von der Unternehmensgruppe der Fall ist, lässt sich sehr variabel aufbauen. Ihr könnt entweder 3 Sätze pro Übung machen, zwischendrin kurz getaktet die Pausen oder ohne Pausen zum Beispiel dann wirklich ein Zirkeltraining umsetzen, das ein gewisses Kontingent an Übungen durchführt und die ganze Zeit durchswitcht, ohne Pausen zwischendrin zu machen, sofern es natürlich die Kraftausdauer zulässt. Solltet ihr da zu sehr ermüden, setzt Pausen ein, damit ihr wenigstens eine gewisse Trainingsintensität aufbauen könnt. Und so könnt ihr es dann frei wählen, welche Variante ihr macht. Habe ich denn jetzt zu Hause, egal ob ich jetzt Zirkel oder ob ich Stationentraining mache, habe ich denn dennoch die Möglichkeit, über so ein Training mit etwas mehr Volumen Muskeln aufzubauen oder geht es da rein um den Muskelerhalt? Da kommt es wieder auf den individuellen Leistungszustand an. Also gerade unsere schweren Jungs, die ihre 2 Zentner miteinander rumtragen, die werden da wahrscheinlich weniger den Muskelaufbau haben. Da geht es eher um den Muskelerhalt, weil sie schon ein sehr hohes Level haben. Es wird aber sehr viele Mitglieder geben, die können durchaus durch so ein Homeworkout, wenn das schön intensiv aufgebaut ist, dann Muskulatur aufbauen und so dann ihre Fortschritte, die sie hier angefangen haben, auch weiter fortführen und so dann in ein paar Wochen, hoffentlich wenigen Wochen, dann hier wieder weiterführen können. Was wäre denn jetzt für mich als Trainierender? Ich bin ich bin jetzt kein Einsteiger, aber ich trainiere jetzt vielleicht ein halbes Jahr, ja, habe hier im Studio die ersten Fortschritte gemacht und ich würde gerne hier zu Hause mein Training mit so Homeworkouts machen. Und ich mache das aber nicht ganz so intensiv. Was wäre denn da so der Worst Case für mich? Also ich mache zwar was, aber ich mache das nicht bis zum Muskelversagen. Was würde denn dann passieren? Okay, also dadurch, dass man nicht bettlägerig ist und nicht komplett inaktiv nur auf dem Sofa verbringt, wird dennoch ein gewisser Trainingsreiz da sein. Wir können 2 bis 4 Wochen ohne Muskelverlust eine Pause einlegen, das auf jeden Fall. Wenn die Ernährung stimmt, ist es überhaupt gar kein Problem. Kann sogar sein, dass man dann frischer und stärker wieder ins Training einsteigt, weil man komplett mal regeneriert ist, zentrales Nervensystem wie auch unsere ganzen Gewebstrukturen. Wenn doch eine gewisse Masse von der Muskulatur verloren geht, was wirklich nicht viel sein wird, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, lässt sich das durch den Memory-Effekt sehr, sehr schnell wieder aufbauen. Das bedeutet, wenn es dann wieder losgeht, die Studios aufmachen werden, weil dann wird es auch so sein, dass die Verluste, wenn welche da sind, innerhalb von weniger Wochen wieder drin sind und dann kann das nächste Level erreicht werden, also nochmal eins on top gesetzt. Okay, also kann ich auch hier beim Thema Training, wenn wir das wieder so zusammenfassen, grundlegend sagen, Homeworkout funktioniert wunderbar. Ich kann das Verschiedenes auf mich einstellen, das was am besten zu mir passt, entweder Zirkel- oder Stationentraining. Grundlegend, eine ganz wichtige Regel haben wir ja dabei, das ist das Thema am besten bis zum Muskelversagen trainieren, weil wir dann halt wirklich an eine Schwelle kommen, wo der Muskel demnach auch wirklich reagiert, richtig? Genau. So lässt sich es dann optimal umsetzen für daheim. Und selbst wenn ich sage, Mensch, heute oder die Woche war ein bisschen stressig oder ich habe die Kinder zu Hause, ich kann jetzt nicht großartig trainieren oder es kommen andere Dinge dazwischen, dass man selbst sagt, bei einer Woche, anderthalb Wochen mal kein Training, kann ich eigentlich auch mal sagen, muss ich ein bisschen runterfahren, so von meinem Trainingsdenken. Nur letztlich habe ich diesen Memory-Effekt oder selbst bei 2 Wochen Nicht-Training regeneriere ich halt erstmal wirklich auf 0 runter. Hat ja auch wieder was Positives. Auch korrekt, oder? Das ist absolut korrekt so, ja. Wunderbar. Und du hast jetzt gerade noch was erwähnt, und zwar, wenn die Ernährung passt und ich aber auch mal wirklich sage, ich trainiere 2, 3 Wochen nicht, muss ich mir eigentlich auch keine Gedanken machen. Genau, richtig.
Also in der Zeit ist natürlich dann kein Muskelaufbau gegeben. Heißt, man sollte da nicht unbedingt jetzt extrem überkalorisch essen, also über seinen Verbrauch hinaus. Weil ohne Trainingsreiz wird natürlich alles dann als Depotfett gespeichert. Eine leichte Diät würde sich umsetzen lassen, eine extreme Diät würde ich da dann auch einfach pausieren oder seichter dann umsetzen, damit man da dann keine Muskulatur verliert. Weil ohne Reizsetzung haben wir zwar über die Ernährung die Proteinzufuhr, Muskulatur würde sich trotzdem dann als Energieträger abbauen lassen und verwerten. Deswegen sollte man da dann kurzzeitig das Ganze halt leichter umsetzen oder pausieren. Und bei einem Muskelerhalt oder Gewichtserhalt wirklich bei dem Input gleich Output, das heißt, ich esse nur so viel Kalorien, wie ich auch wirklich verbrauche, da stellt es alles überhaupt gar kein Problem dar. Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir so die grundlegenden Fragen, auch die ja, meiste Interesse so ein bisschen bringt, mal abgeklärt. Von daher, macht euch nicht verrückt, auch jetzt in Zeiten von Corona. Ihr müsst nicht jeden Tag zu Hause irgendwelche Homeworkouts machen, weil ihr einfach vom Kopf her denkt, Mensch, jetzt nehme ich zu oder jetzt nehme ich ab. Also es reichen auch hier wieder 2-3 Trainingseinheiten pro Woche, wenn sie natürlich nach den grundlegenden Voraussetzungen durchgeführt werden, dass er sagt, ich gebe da wirklich richtig Gas. Und wie der Max schon gesagt hat, bis zum Muskelversagen heißt, es ist eigentlich keine große Wiederholung mehr möglich. Und parallel dazu schaut er einfach, was die Energiebilanz angeht, auch hier nochmal den Tipp von Max, stellt euch einfach jeden Morgen nach dem Aufstehen auf die Waage, notiert es irgendwo und dann werdet ihr genau sehen, was macht mein Gewicht Woche für Woche, auch wenn es jetzt mal Tag für Tag ein bisschen mehr ist, einfach aufschreiben und sich da nicht verrückt machen, weil letztlich, ihr werdet Schwankungen haben, Tag für Tag, je nachdem, was ihr gegessen habt, wie hoch Stresslevel und so weiter, also da einfach nur, dass ihr eine Richtung habt, wohin geht es denn jetzt momentan. Und achtet auf die 3 Punkte, die der Max vorhin erklärt hat. Energiebilanz, Proteine, den Rest gut aufteilen und vom Training her Gas geben. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir werden es dann zeitnah beantworten. Und ansonsten denke ich, wünschen wir alle eine hoffentlich schnell überstandene Corona-Zeit, dass wir dann ordentlich im Gym wieder Gas geben können. Und das war es jetzt mal von meiner Seite. Der Max noch ein paar abschließende Worte. Ja, die kommenden Tage werden wir noch ein Homeworkout für euch abtrainieren und abfilmen, damit ihr sehen könnt, mit welchen einfachen Gimmicks oder auch kleinen Equipment, wenn ihr kein wirkliches Trainingsequipment daheim habt, wie ihr das dann umsetzen könnt, um alle Muskelpartien mit abdecken zu können, dass ihr da dann eure Trainingsroutine anhand von dem aufbauen oder das einfach dann komplett übernehmen könnt, entweder im Stationstraining oder im Zirkeltraining. Und dann seid ihr bestens gewappnet. Perfekt, dann wünschen wir euch viel Spaß. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, einfach unten in die Kommentare. Und ja, bleibt weiterhin am Ball, trainiert zu Hause fleißig. Wir freuen uns bald auf euren Besuch. Bis dann.